Phil Laude. Eigenes Produkt-Influencer. Oh mein Gott, Leute, ich bin endlich zurück, um noch reicher zu werden. Und endlich kann ich euch erzählen, woran wir die letzten 2 Jahre gearbeitet haben. Mein eigenes Produkt, Fruity Cool Trinksirup. Und ihr wisst gar nicht, wie schwer das war, einen Hersteller zu finden, der uns das hier maximal billig produziert. Und mit wir meine ich natürlich alle außer ich. So, wir machen jetzt gleich einen kleinen Geschmackstest. Und zwar in einem von diesen Gläsern ist Fruity Cool drin. Und in den anderen eher so eklige Sachen wie Wurstwasser, Pisse, Nagellackentferner. Mal schauen, ob man den Unterschied schmeckt. Babe? So, wir haben jetzt hier auch die Maria eingeflogen. Huhu. Und die wird jetzt gleich mal testen, was davon Fruity Cool ist und was nicht. Mal schauen, ob sie es rausschmeckt. Mm, das ist definitiv Fruity Cool. Nee, Maria, das ist Wasser aus unserem Klobürstenhalter. Du sollst das von rechts nehmen, haben wir doch gesagt. Ach so. Was ist denn, Maria? Sorry, ich hab irgendwie nur verschluckt. Sie hat sich nur verschluckt. Fruity, das war Fruity Cool. Ist cool. Mm, schmeckt gut? Sehr lecker. Ja, Fruity Cool ist nämlich am coolsten und sie hat es direkt rausgeschmeckt. Kann ich das Abwasser nehmen zum Nachgießen? Also Leute, macht mich reich, kauft euch Fruity Cool und erlebt ein Geschmackserlebnis, wie ihr es sonst wirklich nur von jedem anderen durchschnittlichen Softdrink kennt. Beauty-Influencer. Hey, ich werde hier ganz oft gefragt, was ich eigentlich persönlich gegen Pickel und unreine Haut mache und heute verrate ich dir mein Geheimnis. Genetik. Nein, wirklich. Ansonsten würde mich dieser Serumhersteller ja niemals als Testimonial für sein Produkt haben wollen. Ich habe viel bessere Gene als du. Ihr sollt natürlich denken, dass diese radioaktive Grütze, die ich mir gerade ins Gesicht schmiere, der Grund für mein super reines Hautbild ist. Oh, muss ich aber gleich wieder wegwaschen. Das brennt. Huh. So, und damit ihr mir diese dreiste Lüge auch glaubt, blende ich hier ein Bild ein, das ich mit Photoshop bearbeitet habe, wie ich angeblich aussah, bevor ich Skincare 24 benutzt habe. Gott, bin ich froh, dass ich nie solche Krater im Gesicht hatte. Muss ja schrecklich sein. Kauft man wahrscheinlich dann alles dagegen. Was du wirklich gegen Akne tun kannst? Keine Ahnung, ich habe ja keine. Vielleicht beschwerst du dich einfach bei deinen Eltern für die Vererbung von solchen cringen Genen. Oder du swipest noch 5 Minuten länger durch Insta, dann hast du genug makellose Testimonial-Fressen gesehen, um hierher zurückzukommen und dir Skincare 24 zu kaufen. Oh Gott, das brennt! Wasser! Wasser! Esoterik-Influencer. Das Universum möchte dir was sagen. Ich habe letztens beim Universum gefragt nach einem Produkt, was alle Probleme löst und genau in dem Moment, was für ein Zufall, hat mein Manager mir eine Kooperation klargemacht für Steine. Da gibt es zum Beispiel hier den Milchquarz, ja? Der löst finanzielle Probleme. Und wenn ihr den kauft, löst ihr meine finanziellen Probleme. Aber da haben doch jetzt deine Follower gar nichts von. Stimmt, machen wir Cut. Diese Steine hier, das sind einfach kleine Wundersteine, ja? Die helfen wirklich gegen alle Probleme, ja? Gegen Stress oder gegen Verspannung, Durchfall. Oder 3 Level in Fortnite überspringen, besseres WLAN. Denkst du wirklich, deine Follower nehmen dir das ab? Ja klar, die sind ja auch dumm genug, mir zu folgen. Würden mir sogar glauben, dass der hier hilft, 3 Karten fürs Taylor Swift-Konzert zu geben. Oh, das ist gut. War das drauf? Ja. So, ihr kleinen Swifties. Jetzt rennt man zum Papa, klaut die Kreditkarte und kauft euch diese Steine. Taylor wartet auf euch. Eistee-Influencer. Du hast noch nicht weggewischt? Yes, ich bin nicht mehr vollkommen irrelevant. Ja, vielleicht hast du dich gefragt, ist irgendwas Schlimmes bei ihm passiert? Nee, hast du nicht. Okay, ich erzähl's dir trotzdem, es ist nichts Schlimmes passiert. Schlimmer noch, ich bringe ein eigenes Produkt raus. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, wieso soll ich Produkte bewerben, hinter denen ich nicht stehe? Wenn ich doch auch eigene Produkte bewerben kann, hinter denen ich nicht stehe. Und so ist er entstanden. Mein eigener Eistee. Brrrr. Hat nicht eigentlich jeder Rapper schon mal einen Eistee verkauft? Ja, aber ich finde die Idee einfach wahnsinnig inspirierend. Die Idee von einem eigenen Eistee? Die Idee von Verkaufen. Und was hebt dein Eistee von den anderen ab? Das Etikett. Sonst nichts? Sonst nichts. Also Leute, kauft MT, trinkt MT, MT. Ja, den gibt's jetzt im Kaufland oder bei Teddy, ich weiß es nicht mehr genau. Aber trinkt auf jeden Fall diese Plörre, weil es ist echt lecker. Was erzähle ich euch für eine Scheiße? Ich brauche einfach Geld. Ich habe extrem über meine Verhältnisse gelebt. Der Lifestyle in Dubai ist nicht günstig. Rabattcode-Influencer. Kennst du das auch, dass du dir nach einem stressigen Tag einfach wünschst, dass dir so eine Mischung aus Bohrmaschine, Föhn und Dildo sämtliche Würde aus dem Körper prügelt? Nee, ich auch nicht. Aber rat mal, wer eine Kooperationsanfrage für diese Massagepistole hatte.
Also, man kann über dieses Ding sagen, was man will. Aber meine finanziellen Verspannungen hat es auf jeden Fall gelöst. Mit meinem Rabattcode kriegt ihr zwar 10% auf den Preis, aber die Dinger gibt's auf Amazon für die Hälfte. Und ihr kauft's trotzdem. Ihr könnt mit diesem Teil jegliche beanspruchten Muskelgruppen super massieren. Ich benutze sie super gern für den Kopf. Aber ganz ehrlich, wenn ihr 149 Euro dafür zahlt, dann ist euer Kopf, glaube ich, nicht so beansprucht. Irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel davon gemacht. Und damit der unseriöse Hersteller aus China den Preis noch weiter erhöhen konnte, erhaltet ihr zur Massagepistole auch noch dieses Case mit diesen sehr seltsam aussehenden Aufsätzen dazu. All das könnt ihr natürlich direkt wegschmeißen, denn ihr seid ja nachhaltige Minimalisten. Das Schöne an dem Ding ist, es ist wirklich vielseitig einsetzbar. Also ihr könnt es an verschiedenen Körperstellen benutzen und ihr werdet es sicher 2-3 Mal verwenden, bevor es für immer in der Kiste verschwindet. Also, wenn du auch verspannt bist, bestell jetzt und in circa 4 Monaten, nachdem das Ding einmal durch alle Weltmeere verschifft wurde, bringt ein unterbezahlter LKW-Fahrer diese Massagepistole an deine Tür. So Leute, dann schaut doch einfach noch ein bisschen hier bei Follow Me Reports vorbei oder guckt euch einfach weitere ehrliche Influencer an. Weg damit.